Irgendwann steht jeder vor der Frage, welcher Handwerker denn der richtige ist. Empfehlenswerte Betriebe weisen eine vorhandene Bonität sowie die nötigen Gewerbescheine und Versicherungen auf Anfrage nach. Durch einen Besuch des Unternehmenssitzes vor oder bei Auftragsvergabe lassen sich sogenannte Briefkastenfirmen bereits im Vorfeld ausschließen. Aufgeräumte Schauräume runden dabei den Eindruck ab. Sollte man die Möglichkeit auf eine Führung durch das Unternehmen bekommen, umso besser. Auch das kann oft sehr aufschlussreich sein. Der Besuch von bereits laufenden Baustellen eines Unternehmens bringt Informationen über die Qualität der Arbeit. Auch die Sauberkeit einer Baustelle ist durchaus ein Qualitätskriterium. Die Baubegleitung durch einen externen Sachverständigen kann zudem vor bösen Überraschungen schützen. Sollte eine Firma dies von vornherein ablehnen, ist das kein gutes Zeichen. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Schlussendlich vertraut man seinem Baupartner viel Geld und oftmals seinen Lebenstraum an.